Willkommen zurück in die Finale miteinander. Beim letzten Mal habt ihr im Keller des Quaffet Inns das komische Ritual gestoppt, das sie bei Untote in die Stadt gebracht hat, und habt euch dann ein bisschen mit der Stadtwache unterhalten und standet jetzt vor der Entscheidung, ob ihr entweder eben mit der Stadtwache zusammenarbeitet und in ihrem Auftrag ein paar Spuren in Bezug auf Mo verfolgt, ob ihr Mo eigenständig verfolgt oder ob ihr die ganze Sache fallen lasst und euch wieder eurem eigentlichen Ziel mit dem Überzeugen der Stadträte, dass sie den von Toons Bürgerrechte geben, wenn zuwendet. Und damit an der Stelle springen wir dann ein. Wir sind gerade an diesen Befragungen, gerade mit den Befragungen durchgekommen, und ihr steht quasi in der Eingangshalle der Stadt, der Zentrale der Stadtwache. Offizierin Nithiel Kirina, die euch da befragt hat, hat euch gesagt, wenn ihr denn entsprechend mit der Stadtwache zusammenarbeiten wollt, könnt ihr mich in meinem Büro auffinden, dann klären wir das Ganze. Und hat euch einen Weg dahin beschrieben. Und ihr habt jetzt die Möglichkeit, das zu besprechen. Allerdings, eine letzte kurze Anmerkung, Bardodil. Wie ihr jetzt so ein bisschen Ruhe habt und euch noch ein bisschen, wie ihr eben jetzt so ein bisschen Ruhe habt und zur Ruhe kommen könnt, fällt dir auf, die Federn, die den Saum deiner Rüstung bilden, scheinen irgendwie gewachsen zu sein. So ein kleines Stück. Stonks. Okay, interessant. Ich würde mir das genauer angucken wollen. Wenn du 10 Minuten aufwenden willst, kannst du versuchen, mal zu Magie zu identifizieren. Sind nur die Federn gewachsen oder ist Baldur einfach geschrumpft? Gute Frage. Nächste Frage. Ich würde mir die 10 Minuten Zeit nehmen. Sherlock kann ja eben mal eine Medizinprobe würfeln, um zu schauen, ob Baldur geschrumpft ist. Ich schätze mal gerade. Ich würfel mal einmal auf Schätzen. Mal gucken. Wir können uns ja mal in der Zwischenzeit, während Balut hier da bastelt, Gedanken machen. Ich nehme diese Sache persönlich. Und mir wäre es jetzt lieber, wenn wir Mo früher als später das Handwerk legen. Ja, aber wir verfolgen Kinder. Das werden wir dann sehen. Ich... Hat wahrscheinlich nur den zusätzlichen. Hat wahrscheinlich nur den zusätzlichen Vorteil, wenn wir den Bloke finden, wird es wahrscheinlich nur eine saftige Belohnung geben für das, was er hier angestellt hat. Und Moneten können wir immer brauchen. Könnte sein, ja. Ansonsten könnten wir vielleicht das Quellfeld in mit einem gewissen Profit verkaufen. Warum nicht beides? Weil wir das Quellfeld innen vielleicht noch als Verhandlungsmasse brauchen für diese Stadtrat-Tante, die da in Häuser macht. Na, dann würde ich aber sagen, dann schleichen wir diesem Ork-Typen sofort hinterher und machen das mit der Stadträtin später nicht, dass der erst über alle Berge ist. Weil je länger wir das mal warten und dann mit der noch unsere Zeit vertrödeln, bis da ist der wahrscheinlich schon 3 Kilometer weitergerollt. Alles klar. Dann packt euer Zeug, wir reisen sofort ab. Ja, they see me rolling. The Hayden. Ich bin mir halt immer noch nicht sicher, ob das nicht alles von ihm nur gestellt ist, aber wir werden es ja dann sehen. Könnt ihr mal, also so eine Rollspur sollte sich ja mehr oder weniger leicht noch finden lassen. Ja, schauen wir mal. Müsste ihn ja irgendjemand gesehen haben, als er aus der Stadt raus ist. Vielleicht die Torwachen. Müssen wir da mal fragen. Dann wissen wir, welche Richtung er will. Ja, fragen kostet nichts. Wollen wir uns aufteilen? Zwei gehen. Wir haben ja die Stadt von Süden her betreten, ne? Kurz, ich lösche einfach die alte Rüstung raus. Ja, kannst du machen. Also als der ganze Zinnober losging, sind wir von Süden her gekommen. Das heißt, er ist wahrscheinlich. Ja, das heißt, wir müssen noch 3 Tore abklappern. Er ist uns ja nicht entgegengekommen. Ja, aber wir sollten da dann eher wahrscheinlich nicht mit der Stadtwache uns anlegen. Weil der hat da die Ermittlerin letztes Mal schon sowas angedeutet. Wir wollten ja nur fragen.
Was ist denn das nächste Tor von hier aus? Ihr seid ziemlich mittig, das macht alles halt keinen nennenswerten Unterschied bei der Größe der Stadt. Ja, pass auf, dann sagen wir doch dieser Karina noch Bescheid, dass wir Mo jetzt hinterhergehen. Und wenn sie weiß, in welche Richtung er ist, dann erledigen wir den Rest. Mhm. Gut, ihr geht dann also in ihr Büro oder macht euch auf den Weg zu ihrem Büro. Unterwegs wird euch immer mal wieder vereinzelt oder mit euch hier und wieder mal vereinzelt ein komischer Blick zugeworfen, was diese bunte Truppe schwer bewaffnet denn hier rumläuft, aber es ihr werdet nicht weiter angesprochen oder aufgehalten oder sonst was. Gibt nur einen kurzen Blick zu erschrecken und weitergehen. Weiterhin seht ihr durch die Fenster, während ihr durch das Wachgebäude läuft. Also auch, es ist ein relativ großes Wachgebäude, entsprechend halt der großen Stadt. Und ihr seht halt, wie ihr durchlauft, außen durchs Fenster, draußen im Innenhof, im Nebel, ein Feuer, in so einer Feuerstelle brennen. Und eine ganze Reihe von Stadtwachen sind drumherum aufgestellt, die diese Holzbecher, die ihr mal bei Mo gesehen habt, die auch mit Mos Gesicht gebrandmarkt wurden, ins Feuer schmeißen. Als großes Schauspiel. Und die ihr kommt dann entsprechend bei Offizierin Karinas Büro an. Die Tür steht offen. Ihr könnt also einfach reingehen. Sie legt dann auch so ein bisschen Papierkram zur Seite. Ihr scheint dann mit der Stadtwache zusammenarbeiten zu wollen? Das erhöht. Ich hoffe, dass das unsere Erfolgschancen erhöht. Weil, ehrlich gesagt, ich habe noch etwas Persönliches mit diesem Mo zu klären. Das mit dem Brief nehme ich ihm übel. Außerdem wollen wir vielleicht nicht unbedingt kontraproduktiv arbeiten. Wir wollen ja aufs gleiche Ziel hinaus und 4 Augen sehen mehr als 2. Sie räumt so ein paar Zettel zur Seite und holt einen dieser Urkunden, die ihr bei Mo im Keller gefunden habt, hervor. Dann hätte ich hier vielleicht eine Sache, um die ihr euch kümmern könnt. Sie dreht es einmal so in eure Richtung, schiebt es so ein bisschen vor, dass ihr es euch anschauen könnt, hält aber die ganze Zeit eine Hand drauf, sodass ihr es nicht wegnehmt. Ihr seht eine Mieturkunde und sie erklärt euch, dieser Zettel gehört zu einem kleinen Stall, der außerhalb der Stadt im Norden oben auf dem Berg steht. Es wäre ein geeigneter Ort, um beispielsweise für ein schnelles Wegkommen eine Kutsche zu lagern. Und wenn ihr Spuren sucht, darauf, wo Mo als nächstes hin ist, würde ich mal vermuten, dass das so der beste erste Ansatzpunkt ist, um nachzuschauen. Ich würde euch also entsprechend beauftragen, das zu machen. Wenn ihr zurückkommt, das untersucht habt, gibt es 9 Gold für jeden von euch. Und ich würde euch aber bitten, nicht wieder zu versuchen, irgendwelche Beweismittel zu verheimlichen. Wir stehen hier hoffentlich alle auf derselben Seite. Und wenn wir eine heiße Spur entdecken und Mo direkt hinterherjagen. Lady, diese Hütte, das ist mitten in der Wildnis. Es gibt einen Zeitfaktor bei der ganzen Geschichte. Und der Weg zurück nach Quellfeld könnte uns die entscheidenden Stunden kosten. Gibt es was wie Brieftauben? Tut, was ihr für nötig hält. Allerdings bitte ich euch, Mo Leben zurückzubringen, dass man ihn entsprechend, wenn ihr ihn denn findet, vor Gericht stellen kann und entsprechend den Stadtgesetz verurteilen kann. Und wenn ihr ihn nicht findet, eben mit entsprechenden Beweisen zurückkommt, dass man eventuell das Ganze weitergibt. Ein kleines Beweis unseres guten Willens. Sie greift einmal in eine Schublade und holt einen anderen Zettel hervor, den sie ebenfalls kurz vor euch legt und zeigt. Das Ganze hier scheint irgendwie eine, ein Haftbefehl zu sein, mit eurem Namen drauf, unterschrieben von Hauptmann Jedermann oder wie er hieß.
Und nebendran aber ein großer Stempel, abgelehnt. Mit ihrem Namen. Der Herr Hauptmann hatte nachdem er von euren Eskapaden in der Kanalisation erfahren hat, diesen Haftbefehl mir vorgelegt. Ich habe ihn abgelenkt, sie räumt das Ganze wieder zurück in ihre Schublade, weil den Gesetzen der Stadt und den Vertrag mit den Izuki nach, streng genommen zwar ihr ohne entsprechende Genehmigung gehandelt habt, was streng genommen eine Straftat ist. Allerdings in diesem Zusammenhang kann eine solche Handlung nur unter expliziter Anzeige nur dann durchgeführt werden, wenn eine Anzeige von einem der Izuki vorliegt, was in diesem Fall nicht der Fall ist. Und weiterhin hat Stadträtin Dabis noch ein Vetorecht, um eben genau solche Situationen wie hier eigentlich zu vermeiden. Also verstehe ich das richtig, dass in der ganzen Geschichte mit den Schleimen in der Kanalisation die Stadtwache nicht nur nicht hilft, sondern uns auch am liebsten eingesperrt hätte, dafür, dass wir geholfen haben? Hauptmann, der Herr Hauptmann, ja. Das ist eine komische Sache. Ich arbeite schon am Papierkram, um eventuell eine interne Untersuchung zu starten, weil mir das auch seltsam vorkommt. Ich hoffe, ich habe damit meinen guten Willen euch gegenüber bewiesen. Und ihr wisst, wo... Ihr habt die Adresse des Stalls, den ich euch als mögliches Indiz zugereicht habe. Mhm. Mhm. Ich hätte noch eine kurze Frage zu Mo. Und zwar, ist der eigentlich mal, oder seit er hier wohnt, ihr kennt ihn ja schon etwas länger, also wie lange wohnt er denn ungefähr schon hier und hat diese Kneipe? Seit ungefähr 4 Jahren. Mhm. Und er war die ganze Zeit im Rollstuhl, seit ihr ihn kennt? Ja. Okay. Ist halt auch die Frage, ob das noch irgendein Akt ist, aber es scheint ja doch einigermaßen nachvollziehbar zu sein. Na gut, wir werden es sehen, wenn wir ihn eventuell gefunden haben. Laut der Geschichte, die er erzählt, wenn man ihn nachfragt, hat er einst, als er mit seiner alten Truppe eine Stadt überfallen hat, einen Pfeil in den Rücken bekommen, der seine Wirbelsäule beschädigt hat. Er ist von seiner Truppe im Sterben zurückgelassen worden, wurde dann von einem Priester gerettet und hat dann vermeintlich seine Wege geändert. In den letzten 4 Jahren hatte er keine Taten vollbracht, von denen man erfahren hätte, die einem daran hätten zweifeln lassen. Okay, ja, vielen Dank. Mhm. Dass ihr nicht davon wisst, heißt noch nicht, dass es das nicht gibt. Deswegen der Satz. Es ist offensichtlich, dass da irgendwelche weiteren Dinge im Hintergrund liefen, von denen niemand etwas gewusst hatte. Zumindest seit gestern ist das offensichtlich. Ich wünsche euch dann viel Erfolg. Ihr hattet selbst gesagt, es besteht ein Zeitfaktor dabei. Ich will euch nicht länger aufhalten. Mhm. Und sie wenden sich wieder ihren Papier. Dann wollen wir mal. Habt ihr alles zusammen oder müsst ihr nochmal zurück? Ich halte alles. Ich habe alles. Die Frage ist, wollen wir nicht vorher einmal kurz mit der Händlerin quatschen und dann loslaufen? Weswegen? Mit der Stadträtin da, die das Haus haben will und sagen so, hey, die könnte dafür die Bar haben. Nee, das kommt uns lang dauern. Ja, ich würde auch sagen, wir gehen erstmal jetzt Mo hinterher und das mit dem Stadtrat können wir dann danach machen. Ja. Vor allem, die hat jetzt schon seit langer, langer Zeit keine Bürgerrechte, da macht es einer und zwar doch das Kraut dann immer fett. Ihr geht schon mal vor, ich hole euch ein. Ich hänge noch eben ein geschlossenes Schild an der Tür auf. Okay. Okay, auf Kringos Rücken bist du schnell genug, dass ihr euch dann entsprechend wieder zusammenfindet. Ihr macht euch also auf in Richtung Nordtor, weil das der direkteste Weg da hoch ist. Und ihr geht eben entsprechend durch den Nebel. Also ihr macht euch auf den Weg durch den Nebel den Berg hoch, der Wegbeschreibung folgend, die euch genannt wurde. Wollt ihr unterwegs noch irgendetwas tun? Also beziehungsweise wir sind jetzt wieder im Erkundungsmodus, während ihr da unterwegs seid und ihr könnt jetzt Erkundungsmodus-Handlungen durchführen, wenn ihr dann wollt. Ich würde tatsächlich die
die Track-Aktivität nutzen und ich würde versuchen herauszufinden, wann das letzte Mal jemand hier gewesen ist. Und vielleicht, ob sich irgendwo noch Reste vielleicht von Rollstuhlspuren oder sowas finden lässt. Okay, der Nebel macht das Ganze ein bisschen schwieriger, aber du kannst mir gerne die Probe geben. Ist dann wahrscheinlich verdeckt. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber werfen sie einfach mal verdeckt, man kann sie ja nachher immer noch offen zeigen. So, okay, alles klar. Du findest tatsächlich Spuren. Die sind sehr schwach. Sie sind wirklich nur sehr schwach. Wenn du auch nur ein kleines wenig schlechter darin wärst, Spuren zu lesen, hättest du sie niemals gefunden. Aber du findest so hier und wieder mal durch den Nebel hindurch ein paar oder Teile von Radspuren, die höchstwahrscheinlich zu Moes Rollstuhl gehören, die hier auch den Berg hochzugehen scheinen. Du würdest schätzen, dass die etwa einen Tag alt sind. Er war hier gestern, noch nicht lange weg. Er hat vielleicht einen Tag Vorsprung. Müssen uns beeilen. Können wir ihn eigentlich ohne Reittiere überhaupt einholen? Wenn er sich eine Kutsche gemietet hat, wird es wahrscheinlich schwierig. Ja. Kutschen ja, aber nutzen die Geschwindigkeit des Tieres, das sie zieht. Aber Herrschaften, wenn wir Spuren von seinem Rollstuhl finden, dann ist er nicht mit der Kutsche unterwegs, ne? Er ist mit dem Rollstuhl zur Kutsche gefahren. Ja, er ist mit dem Rollstuhl zur Kutsche und dann wahrscheinlich dann vielleicht mit der Kutsche weg. Na, shit. Das heißt, es wird schwierig. Mhm. Ohne Reittiere werden wir den nicht einkriegen. Ja gut, gehen wir erstmal. Ich könnte mir halt auch schwer vorstellen, dass er mit dem Rollstuhl einfach so quasi in den Wald reingefahren wäre. Das wäre schon. Das hätte mich auch überrascht. Naja, genau, dann lass uns mal gucken, vielleicht haben sie zufälligerweise auch noch eine Kutsche da. Gut, ihr macht euch weiter den Berg hoch. Nach etwa 15 Minuten seid ihr aus der Stadt raus, seid. Wie gesagt, so hoch ist der Berg nicht und ihr lauft ja vergleichsweise schnell. Bewegt ihr euch dann auch entsprechend aus dem Nebel raus. Die Spurenpeaks siehst du hier auch wieder vereinzelt, immer mal wieder. Allerdings, wie gesagt, diese Spuren sind sehr viel dünner und schwächer, als du sie von so einem festen Rollstuhl erwarten würdest. Also da ist wahrscheinlich irgendwie Magie im Spiel bei diesem Rollstuhl. In jedem Fall kommt ihr dann irgendwann nochmal ein paar Minuten später oben bei dem Stall an. Ich bringe euch mal auf eine etwas leere Karte, aber ich hatte nicht gar so viel Zeit in der Vorbereitung. Ihr seht so einen Fluss oder einen der Flüsse, die hier den Berg runterlaufen, gespeist von einem kleineren See, der hier dahinter liegt und der hier immer schön runterfließt. Ihr seht ein paar Bäume, ihr seht große Grasflächen, wahrscheinlich irgendwie zum Grasen von Pferden gedacht, potenziell. Und ihr seht an einem der großen Bäume vor euch, auf der anderen Seite des Flusses, an dem Baum einen Brief genagelt, geschlossen. Und dahinter seht ihr diesen vermeintlichen Stall, von dem eine Gießstraße wegführt. Soll das Wasser gefroren sein, oder? Das ist schwieriges Gelände. Also. Kommt vom Modul. Ich müsste mich damit noch näher auseinandersetzen, dass es nicht so aussieht, aber dann hatte ich jetzt nicht die Zeit. Darüber hinaus ist als schwieriges und sehr schwieriges Gelände einzustellen. Es gibt einen Unterschied zwischen schwierigem und sehr schwierigem Gelände? Ja. Oh. Schau her, wieder was gelernt. Dann würde ich mal sagen, laufen wir voran. Und gucken uns mal diesen Brief an. Mhm. Also Gringo wartet einmal durch und Peaks guckt sich quasi. Kann ich vorher mich was hier so ist? Kann ich mich vorher umgucken, um zu schauen, ob hier irgendwelche. Ob es riecht so ein bisschen nach Falle.
Der Baldil darf mir eine verdeckte Wahrnehmungsprobe geben. Und während er das sagt, kann Pix mal wiederholen, was er gesagt hat, und ich hatte das nicht richtig verstanden. Also Gringo stapft vorwärts. Eigentlich wollte ich das gleich machen wie Balodi. Und Pix hält die Augen offen. Dann gib nochmal für Pix eine Wahrnehmungsprobe. Balodi, dir fällt nichts auf. Das Wasser übrigens ist nicht so tief, dass Gringo da nicht nennenswert durch könnte. Er sinkt da so ein bisschen ein. Es ist also ein bisschen schwierig durchzuwarten, aber wirklich tiefer als bis zum Knöchel bricht er auch nicht ein. Also ihr könnt da durchlaufen, es ist halt entsprechend schwieriges beziehungsweise sehr schwieriges Gelände. Für mich wäre es wahrscheinlich irgendwie Schulter hoch. Eher Knie hoch. Also für Peaks, wenn er durchlaufen würde, wäre es Knie hoch, aber das ändert jetzt nichts am Gelände, okay, an der Geländeart. Peaks, für dich wirkt ja alles sauber. Ich kann nichts sehen oder hören. Riechst du was? Wo kommt der Wind? Es ist aktuell vergleichsweise windstill mit schwachem Wind aus Richtung Norden. Aber wirklich nur schwach, das ist kaum eine Brise. Aber du kannst auch nochmal für Kringo Wahrnehmungsprobe würfeln, wenn du seinen Geruchssinn nutzen möchtest. Ion kann ich löschen. Der hat sich von euch einmal verabschiedet, weil nach seiner Rückverwandlung von gestern er sich noch ein bisschen schwächlich fühlt. Seine Muskeln tun noch weh. Das zieht alles so ein bisschen. Er ist noch verspannt. Er nutzt sich den Tag einmal so ein bisschen ausruhen und so ein bisschen Muskeltraining machen. Ich glaube, wenn wir zurückkommen, sind einfach die kompletten Alkoholvorräte in unserer Kneipe leer. Wir haben gar keine. Wir haben keine. Deswegen. Kringo schnuppert so ein bisschen. Aber ihm fällt auch soweit nichts auf. Gut, dann würde ich mich mal dem Brief nähern und mich den mal anschauen. Ich spiele dann quasi ein bisschen Rückendeckung und halt Augen und Ohren offen. So, Moosbrief 2. Muss ich mir den noch ins Inventar ziehen? Potenziell. Okay. Ich hoffe, es funktioniert. Ich hoffe, ich habe hier diesmal alles richtig eingestellt und richtig gemacht. Wenn irgendwas nicht funktioniert, gib mal Bescheid. Dann schaue ich, dass man das funktioniert macht. Peaks, wie du dich eben entsprechend umschaust, während Sherlock da an dem Brief rummacht, du schaust halt hinter dir ins Tal, du siehst die Stadt im Nebel, ihr seid jetzt halt im Nebel, es sieht aus, als wärt ihr über den Wolken, ist ein interessanter Anblick, der dir jetzt aber auch nicht dabei hilft, Mord zu finden. Du siehst so das schwache Leuchten der Schutztürme, die schrittweise jetzt wieder hochgefahren werden, durch den Nebel hindurchdringen. Sherlock, kannst du den Brief entsprechend aufmachen? Da kam auch gerade kurz eine Fehlermeldung, die ich aber halt auch wieder weggeklickt hatte. Ich glaube, irgendwas wegen fehlender Berechtigung wieder. Aber doch, ich sehe ihn bei dir zumindest im Inventar. Genau, ich habe ihn. Ja, ich habe ihn drin. Unten im Rucksack. Und wenn du ihn aufmachst, was passiert dann? Also ich kann draufklicken, es passiert halt nichts. Normaler Klick, Doppelklick bringt beides nichts. So, versuch's jetzt noch einmal. Nö. Dann lösche ich dir den einmal kurz raus. Zieh dir den nochmal neu rein. Probierst du jetzt nochmal? Ne, tut sich leider nichts. Das ist seltsam. Dann. Gib mal vielleicht an jemand anderen. Gut. Ich lasse dir einmal eben im Inventar und zeig dir einfach das zugehörige Dingens.
Hier. Da. Du musst jetzt in deinem Journal einen Eintrag namens Most Brief 2 finden, den du dir anschauen können solltest. Ich muss dann nochmal mehr damit rumexperimentieren und eventuell recherchieren. Kannst du das sehen und finden? Yep. Allerdings kann ich auch den nicht öffnen. Moosbrief 1 geht, Moosbrief 2 nicht. Warum funktioniert das nicht? Ich habe dich als Betrachter eingestellt. Das ist dasselbe wie bei Moosbrief 1. Ich glaube, bei dem ersten war ja auch am Anfang irgendwas gewesen. Seltsam. Dann stelle ich euch einfach mal alle als Betrachter ein. Ändert sich jetzt was dran? Die Technik und ihre Tücken. Mhm. Also ich kann ihn öffnen. Okay. Ja. Ich ja, ich nicht. Haben wir vielleicht andere Berechtigungen? Oder das könnte sein. Eigentlich nicht. Eigentlich. Schauen wir, wie... Eigentlich... Vorsicht, habe ich einfach mal schauen. Also, theoretisch haben halt... Hast du nicht irgendwas wie von Player und Trusted Player hatte? Kann das sein? Ja, und theoretisch hätten ja Baludil... Ihr habt aber alle nur als Spieler eingetragen. Ihr habt alle die gleiche Berechtigung. Okay. Habe ich euch jetzt versehentlich rausgeschmissen? Ja. Ja. Okay. Und dann müsstet ihr nochmal rein. Vielleicht funktioniert es ja nee. Jetzt nach dem Neuladen. Wir müssen wieder rein. Ach nee, ich wäre jetzt draußen blieben. Gut, dass du es nochmal gesagt hast, sonst wäre ich von allein nicht drauf gekommen. Toll, da haben wir so einen zuvorkommenden Splatter. Kann es irgendwie daran liegen, vielleicht, weil ich meine, theoretisch haben ja Tarek, Baludil und Soika ja Adminrechte in Anführungsstrichen von Foundry. Das ist aber weltindividuell und okay. Also ich glaube nicht, dass das daran liegt. Mhm. Let's boy. Alter. Jetzt geht's aber. Die haben übrigens keine Adminrechte. Wir haben GM-Rechte auf den entsprechenden Accounts. Ja. Mhm. In den entsprechenden Welten. Und okay, wir haben dann teilweise Lese- und Schreibrechte. Gut, aber dann würde ich mal gerade vorlesen. Sehr geehrter Abenteurer, ich bin enttäuscht, dass ich trotz meines Vorsprungs tatsächlich, dass ihr trotz meines Vorsprungs tatsächlich noch glaubt, mich verfolgen zu können. Ich hatte gehofft, mehr von euch erwarten zu können, doch leider scheint sich meine Befürchtung, ob eures kognitiven Vermögens bestätigt zu haben. Aber nur zu verschwendet eure Zeit, nur weiter damit, dass ihr versucht, mir hinterher zu jagen. Vorher möchte ich euch allerdings noch zwei ehemalige Stammesmitglieder von mir vorstellen. Nicht, dass man sie noch als solche erkennen könnte, aber vielleicht erkennt ihr an ihnen, weshalb mein Vorhaben gerechtfertigt ist. Dadurch, dass die Wesenheit der Götter uns Sterblichen fremdartig ist, sind genaue Vorhersagen ihres Verhaltens schwierig, aber meiner Schätzung nach sollte es, wenn ihr dies lest, wieder dunkel werden. Also viel Spaß. Grüße, Moriarty. Ja, aber Vorschlag, was wir mit dem Typen machen, wenn wir ihn finden. Ein Nadelkissen. Ja. Frech, dass er meine kognitiven Fähigkeiten anzweifelt. Er hat nicht so viel Vorsprung, wie er denkt. Wisst ihr, was wir mit dem machen? 100 Meter Hürdenlauf. Und er ist die Hürde, oder wie? Mhm. Stammesmitglied. Ja gut, er ist nicht hier. Gehen wir uns mal umschauen gerade, ob ich Wagen spuken finde. Der schwarze Umriss da oben soll ein Haus darstellen und da ist ein Schupf oder irgendwas, ne? Ja, das sind Wände. Ah ja, und passt auf die Leute, auf die Stammesmitglieder. Ja. Soweit ihr das geschrieben habt, haben die wahrscheinlich drüber. Zu bewegen, wird es tatsächlich dunkel. Etwas später, als nur das vorhergesagt, den hatte. Und ich bräuchte von euch allen eben einmal Initiative. Mhm. Da kommt wieder der +1 wegen Scout Spotting dazu.
Ja. Ja, der kann dazu kommen. Okay. Na, ja, ich hatte doch gerade gewürfelt. Na, ja, doch mal neu. Oder hat der... Ne, der hat's nicht genommen. Der Hack muss seine Lebenspunkte nochmal einstellen. Die stehen scheinbar gerade noch auf 0. Hm, interessant. Ah, warte mal, ich habe jetzt die falsche Initiative gerührt. Da haben wir nur 1 drauf. Nee, doch. Macht keinen Unterschied. Okay. Bin ich ganz hinten, ja. Mit 22 ganz hinten, das ist... armselig. Gut, ihr seht, so wie es dunkel wird, aus diesem Baum, vor dem ihr steht, ob zwei, also zumindest diejenigen, die im Dunkeln sehen können, sehen das, zwei Gestalten mit diesen dunkelroten Mänteln, die schweben. Also, ich fange mal von vorne an. Ihr seht aus dem Baum heraus diese zwei purpurroten Mäntel hervordringen. Die schweben so ein kleines Stück über dem Boden und ihr könnt in der Dunkelheit gerade so erkennen, wie unter diesen Mänteln so schwarzer, nebelartiger Rauch herumwallt. Scheinbar. Und die Dinger, ihr seht diese zwei leuchtenden Augen oben unter so einer, der Kapuze dieses Mantels. Und die erste dieser Gestalt, wie sie, nachdem sie sich aus dem Baum herausgezwängt hatte, bewegt sich einmal auf die erste Gestalt, neben der Gestalt zu, die sie sieht. Das wäre Sherlock. Und du hörst in Arkesh, also der Orksprache, wer dir zuruft: Mehr Leid! Schmerz! Und du siehst diese zwei nebelartigen Tentakel unter diesem Mantel hervordringen und auf dich ein- und versuchen auf dich einzuschlagen. Tentakel unter deinem Mantel. Wir haben einen Flash auf uns. Der Angriff geht daneben, der erste. Mhm. Wir versuchen das noch ein zweites Mal. Ebenfalls erfolglos. Trotz der Überraschung und alles bist du schnell auf den Füßen und bist sofort in Kampfbereitschaft und weichst diesen Tentakeln flott aus. Das ist alles, was die Stadt machen kann. Badudil, du bist dran. Ich snatch mir direkt eine Ghost Charge von meinem Bandolier und werfe es nach dem Viech. Haben wir immer noch den Doomed-Effekt? Teilweise. Also, er hatte sich über Nacht um 1 reduziert. Das heißt, die meisten von uns sind losgeworden. Badudil hat ihn aber auf Doom 2 und ist deswegen aktuell immer noch Doom 1. Na, alles klar, dann mache ich den bei mir mal raus. Das ist ein Treffer. Wenn du siehst, ich hatte noch ein Modul installiert. Item Bonus plus 1 ist jetzt grün. Ich verstehe nicht, warum hat er den Schaden nicht automatisch mitwürfelt. Da hatte ich eigentlich auch was eingestellt, dass er automatisch bei Treffern Schaden würfelt. Scheint hier gerade nicht ganz funktioniert zu haben. Aber du siehst, dass grün bedeutet, dass der Bonus einen Unterschied gemacht hat. Das heißt, du triffst ihn genau wegen des Items Bonus deine besseren Version. Genau, wegen der moderaten Version. Ah ja, es trifft. Dann sind das 19 Positivschaden und Enfeebled 1. Ich habe einen Fehler gemacht eben. Nee, habe ich nicht. Es ist alles richtig, ja. Du schmeißt deine Bombe, sie fliegt rein, explodiert, du siehst das weiße Leuchten deiner Bombe. Diesen Nebel so ein bisschen zersetzen. Er windet sich, scheint es nicht gefallen zu haben. Das war aber deine erste Aktion nur, glaube ich. Genau. Das war nur der erste Streich und der zweite folgt zugleich. Dann sind das nur 4 Positivschaden durch den Splash-Schaden.
Du schmeißt die Bombe ein bisschen zu hoch, sie knallt gegen den Baum, aber die positive Flüssigkeit regnet trotzdem auf diese Gestalt herab und fügt dir trotzdem auch Schaden zu. Sherlock, du kriegst auch ein bisschen was ab, aber dir macht das nichts, weil es positive Energie ist. Und Badil hat noch eine dritte Aktion. Ich hebe die Hand. Hand drauf. Genau. High five. Sherlock, du bist dran. Okay, dir steht dann dieser doch scheinbar mindestens mal bewusstseinsfähige körperlose Untote gegenüber. Wie handelst du? Erste Aktion kann ich mit Diplomacy ihn versuchen zu überreden, da wir ja doch in der Überzahl sind, sich zu ergeben. Du kannst es versuchen. Allerdings du müsstest 10 Minuten auf ihn einreden, um würfeln zu können. Den Regeln nach. Oder mindestens mal eine Minute. Ich weiß es nicht mehr genau, du musst länger auf ihn einreden. Du kannst entsprechend das einmal sagen oder versuchen, das zu sagen. Er reagiert aber nicht drauf. Beziehungsweise sagt dafür nochmal mehr Leid, Schmerz. Und er scheint, oder die Gestalten scheinen kein Interesse daran zu haben, euch in Ruhe zu lassen. Gut. Das war dann die erste Aktion. Zweite Aktion. Guck mal, Hugo, neue Freunde. Inzwischen zieht das Modul, das Ding automatisch die Bomben ab, wenn ich sie werfe. Das haben sie vorher nicht gemacht, musste ich immer manuell machen. Schade. Und zweiter Versuch. Du hättest eine Aktion dran zu erziehen. Achso, ziehen, reden, ja gut, dann wäre ich vor. Du warst ja derjenige, der den Brief in die Hand genommen hat. Stimmt, ja. Dementsprechend hattest du die Waffe zu dem Moment noch nicht gezogen. Okay, dann wäre ich fertig. Der zweite körperlose Untote ist am Zug. Schwupp bewegt sich hin, um dich zu flankieren. Jetzt habe ich versehentlich die Suchfunktion gestartet. Das will ich nicht. Das wollte ich machen. Und auch dieser versucht einmal jetzt, nachdem er sich bewegt hat, mit seiner spektralen, tentakelartigen Hand nach dir zu hauen. Das war ein... Ja gut, ne? Das tut weh. Achso, das war eine 20 schon. Das war eine natürliche 20. Mhm, gut. Hier hat er jetzt auch natürlich auch den Schaden automatisch mitgewürfelt. Hier hat es funktioniert. Das wären 36 negativer Schaden für dich. Und ich bräuchte von dir einen Zähigkeitsrettungswurf. So, und dann nochmal Zähigkeit. Ne, es will heute nicht. 16. Das ist ein Fehlschlag. Du bist jetzt... Plopp! Ausgelaugt 1. Du spürst diese Schattenhand in deinen Körper reindrehen und du merkst, wie dir die Lebensenergie ausgesaugt wird. Und weil das noch nicht genug war, versucht sie es mit der dritten Aktion noch einmal nach dir zu hauen. Trifft nochmal, diesmal nur normal, für 11 Schaden. Wieder negativ und ich bräuchte nochmal einen Zähigkeitsrettungswurf von dir. Alles klar. Das sieht besser aus. Das ist ein Erfolg. Dein ausgelaugter Zustand verschlimmert sich nicht. Das war alles, was der körperlose Untot machen kann. Pix, du bist an der Reihe. Erste Aktion wäre Tiergefährte befehligen. Ringo versucht einen Schritt nach da zu machen und versucht, ja mal nach diesem körperlosen Schatten zu schnappen. Das war nicht beabsichtigt. Entschuldigung. Ja, Pix, du hast die Karte mit dem Angriff ausgeploppt. Du müsstest da scheinbar nochmal auf Strike klicken, um den Angriff zu würfeln. Ja, aber der müsste den richtig würfeln. Ich muss gerade mal kurz gucken.
ich muss den Untoten noch als vielleicht Untoten markieren? Ja. Ich glaube, da möchte ich einen Heldenpunkt für benutzen. Ja, Peaks. Das heißt schon die zweite natürliche Eins, die du heute gewürfelt hast. Ich gebe dir dafür nochmal einen extra Heldenpunkt für heute. Okay. Das trifft. Zählt Kringos unbewaffneter Angriff als magisch? Nein, tut er nicht. In dem Fall versucht Kringo nach der Gestalt zu schnappen, aber er erwischt nur Rauch und sein Biss scheint keinen Effekt gehabt zu haben. Mhm. Sowas hatte ich befürchtet. Da möchte ich mein Küchenmesser ziehen und nachsetzen. Wenn du ein Schnitzel hättest, könntest du es jetzt räuchern. Ja. Das trifft. Würfel Schaden. So, das sind 5 Piercing-Schaden und 6 Positiv-Schaden. Wobei das Küchenmesser ja magisch ist. Ja. Also du haust nach dem Untoten, auch dein Schnitt scheint einfach nur durch diesen Nebel hindurch zu gehen und nicht wirklich irgendwie Griff zu finden. Allerdings die positive Energie, die hinter dem Messer herzieht, wirkt definitiv auf diesen Untoten, und zwar mit der folgenden Wirkung. Ja, sowas hatte ich befürchtet. Ich hasse körperloses Viehzeug. Wir brauchen bessere Waffen. Das waren deine drei Aktionen. Mhm. Dann musst du deinen Zug beenden und Tari ist an der Reihe. Okay, ich würde mal sagen, Objektinteraktion, Lampe anzünden ist eine, oder? Also wenn ich ganz streng den Regeln nachgehen würde, müsstest du wahrscheinlich erst irgendwas rausholen, mit denen du es anzünden kannst, und das würde sehr viel mehr Aktion brauchen. Innerhalb der Welt von Divina sind die Lampen aber so designt, dass du an der Seite so ein Rad hast, das so ein bisschen funktioniert wie so ein Feuerzeug mit Feuerstein, alles direkt eingebaut. Das heißt, du musst einfach nur mal am Rad drehen. Hier beliebigen Wortwitz einfügen und das Licht geht an und du kannst dich entsprechend einstellen als es leuchtet. Und ich bin mal so großzügig und erlaub dir das mit derselben Aktion zu machen, mit der du die Lampe hervorziehst. Die Lampe, die hängt ja sowieso am Gürtel. Die werden ein bisschen zu heiß, als dass man sie anständig am Gürtel tragen kann. Achso, okay. Du müsstest sie also schon in der Hand haben. Okay. Mit den anderen zwei Aktionen. Ja, probieren wir mal einen Electric Arc von beiden, bitte mal einen Deck-Save. Poppst du die Karte aus, dann kann ich das direkt über die füllen. Moment. Geht so? Ja, ich hätte eine 25 und eine 31. Seriously? Okay, ja. Also die 31, ja. Dann würden wir mal Schaden für den einen. Das sind dann, wir runden auf, ne? 7 Electricity für den einen und für den anderen 0. Das war's. Next. Schaden wird übrigens immer abgerundet. Ach, da ist abgerunden. Okay. Ja, gut. Ja. Der Kreatur ist dran. Warum er da den... Ist auch egal. Wie die Kreatur dran ist, fällt mir auf, ich habe die letzte Runde was vergessen. Zu eurem Glück. Nun gut, ich hoffe, diese Runde denke ich dran. In dem Fall, das hat er gegen... Sherlock ist schon so nah am Boden, deswegen versuchen sie einfach nochmal nach ihm zu hauen. Ich habe vergessen, ihn als Ziel zu markieren. Das wäre eine 31 zum Treffen. Ja, das wäre genau kritisch.
Mein Beileid, du kannst schon mal einen Rettungswurf würfeln, einen Zähigkeitsrettungswurf. Es wären 24 Schaden, die du nimmst. Ha, dafür hat das gepasst. Andersrum war es mein Leber gewesen. Ja. Ja, und weil er nichts Besseres zu tun hat, versucht er es noch ein zweites Mal. Trifft dich normal für 12 Schaden. Gut, und ich das war's. Wieder einen Rettungswurf. Ja. Ich bin dann aber mal am Boden. Auch der ist geschafft. Und wenn Sherlock dann wirklich am Boden ist, bewegt er sich mit der dritten Aktion auf Bardudel zu. Bardudel, du siehst diese Gestalt Sherlock zu Boden ringen mit ihrem Nebel und sich dann auf dich zu bewegen. Irgendwie will er das gerade mit dem Crit nicht ganz richtig machen. Jetzt sitzt er im richtigen Feld. So halbwegs. Na gut, in jedem Fall steht er jetzt direkt vor dir. Gut, auf die Gefahr hin werde ich einmal mich an ihm... Ah nee, ich gehe ja theoretisch nicht aus seiner Range. Auf jeden Fall, ich werde mich hierhin bewegen. Mit meiner ersten Aktion. Das würde Gelegenheitsangriffe auslösen, weil du ein Feld in seiner Reichweite verlässt. Ja, der Gelegenheitsangriff trifft dich. Na, ich verlasse doch... 8 Schaden. Ich bin doch immer noch in seiner Reichweite dadurch. Du bewegst ein Feld innerhalb deiner Reichweite. Okay, gut. Beziehungsweise du startest eine Bewegungsaktion innerhalb seiner Reichweite. Genau, das ist super in D&D. Gelegenheitsangriffe sind ein bisschen häufiger, also haben ein paar mehr Auslöser in Pathfinder als in D&D, sind dafür aber seltener auf Kreaturen. Diese haben ihn aber. Es wären 8 negativer Schaden für dich. Und ich bräuchte von dir einen Zähigkeitsrettungswurf. 8 und wenn du jetzt einen Elixier aus dem Gürtel ziehst oder sowas, dann frisst du von dem anderen auch einen Gelegenheitsangriff. Wollte ich nur darauf hingewiesen haben. Gut, der Gelegenheitsangriff, der Zähigkeitsrettungswurf ist geschafft. Du spürst im Vorbeiziehen, wie er dich mit dem Tentakel an der Schulter trifft. Die fängt an zu schmerzen, wird so ein bisschen taub. Aber du spannst dich an, kämpfst durch und bewegst dich dementsprechend auf Sherlock zu. Was ist deine zweite Aktion? Zweite Aktion? Ich kriege zwar nochmal einen Attack of Opportunity, weil es eine Interagieren-Aktion ist, aber... Zwei Aktionen, Wort des Glaubens, Rüstung auf Sherlock. Wenn ich dir einen strategischen Tipp geben darf, wenn du vorher einen Schritt machst, um nach da zu kommen, wirst du keine Gelegenheitsangriffe hinterher aus. Okay, darf ich das noch retconnen? Ja. Ich wollte es eigentlich sagen, bevor du das Ganze gemacht hast. Ich war nur zu langsam. Okay, gut. Und Sherlock, du kriegst 30 Lebenspunkte zurück. Hey, sehr schön, vielen Dank. Baldur, beschreib doch einmal, wie das aussieht, was da gerade passiert ist. Also Baldur läuft einmal an diesem Gespenst vorbei, an Sherlock ran, kniet sich nieder und diese Federn an seiner Rüstung fangen an, wie im Wind zu flattern und so eine Art, man... Eine Art Aura strömt heraus und in Sherlock hinein, halt durch die Hand dann durch. Und hui, das Sausen des Windes ist zu hören. Ja, das waren dann aber alle drei deine Aktionen. Exakt. Sherlock, du bist dran. So, eine Aktion. Am Boden. Aufstehen, genau. Kriege ich den da unten, ohne mich zu bewegen, mit Hugo? Ja, allerdings, dadurch, dass du bewusstlos warst, hast du alles, was du in den Händen halt fallen gelassen. Das heißt, du müsstest Hugo nochmal wieder aufheben. Und beim da Aufstehen löst du einen Gelegenheitsangriff aus, ja. Weil das eine Bewegenhandling ist. Und der hat noch keine Reaktion durchgeführt. Deswegen... Das trifft.
Habe ich dich vergessen, wieder als Ziel zu markieren? Das wären dann einmal 7 negativer Schaden und ich bräuchte tatsächlich als Rettungswurf von dir. Alles klar. Das ist ein Fehlschlag. Das bedeutet, dein Ausgelockzustand steigt um 1. Mhm. Das du bist jetzt aber aufgestanden. Gut. Okay, dann aufstehen, Hugo in die Hand nehmen und dann noch einmal zupieksen da unten. Der ist ja schon zumindest angeschlagen. Ich räche mich mal. Ich stelle die Frage, willst du einen Heldenpunkt ausgeben, um vom kritischen Feldschlagdeck zu ziehen, vom kritischen Erfolgedeck zu ziehen? Ja, warum nicht? Komm. Gut, dann zähl erstmal die Karte. Es kann sein, dass das den Schaden nochmal anpasst. Ja, das war... Draw Critical. Einfach auf den Daumen hoch neben dran klicken. So, Nummer 9. Plus 2... Circumstance Bonus. Nee, Piercing, oder? Piercing musst du gucken. Ja, Piercing. Du musst auf den Schaden schaden. Stichschaden. Okay. The target is knocked prone. Ganz hinten, was du immer schabest. Okay, ja. Okay, cool. Jetzt lass mich raten, der ist ein Gespenst und gegen diesen Statuseffekt immun. Wir haben Piercing. Tatsächlich ist er das nicht. Okay. Natürlich macht das keinen Sinn, dass so ein Nebel am Boden liegt. Deswegen, was hier passiert ist, Sherlock, du haust mit Hugo einmal rein. Verwickelst Hugo so ein bisschen, oder Hugo hat ja diese drei Zacken vorne. Du bewegst dich so, dass einer dieser Zacken, dass Hugo sich so ein bisschen in dem Mantel verfängt und wirbelst dann den Mantel so rum, um den so ein bisschen, den Nebel so ein bisschen aufzulösen. Der Nebel ist jetzt so ein bisschen instabil quasi. Verknotet. Muss sich erstmal wieder fangen, bevor er irgendwie groß agieren kann und zählt deswegen effektiv als wie auf dem Bogen liegend. Okay, cool. Das waren deine drei Aktionen. Das waren meine drei Aktionen, damit wäre ich fertig. Der zweite körperlose Untote. Ich sag an der Stelle mal, er hatte sich bevor Sherlock wieder aufgestanden ist, von ihm abgewandelt und einmal Peaks zugewandt und würde deswegen einmal jetzt, statt weiter auf Sherlock einzudreschen, einmal versuchen, nach Peaks zu schlagen. Ja. Weil du ja mit deinem positiven Schaden auch ihn ein bisschen geärgert hast. Das wäre gerade so ein Treffer für 17 negativen Schaden. Ich bräuchte einen Fähigkeitsrettungswurf von dir. Ah, ich kann natürlich meinen Token nicht auswählen, während ich aufgesessen bin. Eigentlich müsste das gehen. Ich habe dich ja auch als markieren können. Das ist ein Erfolg. Du erhältst nicht den Zustand ausgelaugt, aber es wird nochmal versucht, mit dir zu hauen. Das geht aber daneben. Und mit der dritten Aktion bewegt sie sich weg. Naja, er versucht es noch ein drittes Mal, nach dir zu hauen. Vielleicht wird er glücklich, wird er nicht. Das beendet den Zug. Und Pix, du bist jetzt auch direkt an der Reihe. Du hast eben einen dieser Tentakel so leicht abbekommen. Der hat dich so am Kinn ein bisschen gestriffen. Dein Kiefer ist jetzt so ein bisschen taub. Ah, der tat weh. Okay. Flatfooted ist er eigentlich schon gegen mich. Dann machen wir jetzt Folgendes. Hand Prey auf ihn. Und dann, versuche ich ihn jetzt einfach mal... Nein, ich mache vorher
Ich zaubere Gravity Weapon. Und mit der dritten Aktion versuche ich ihm auch nochmal einen aufs Auge zu drücken. Das trifft. Also ja, mir, für 6 physischen Schaden und 5 Positivschaden. Ja, du haust nach ihm. Dein Dolch trifft einmal kurz diesen Mantel und scheint da ein bisschen Effekt zu haben. Die positive Energie hat nach wie vor den vollen Effekt. Auch wenn er nicht schwach dagegen zu sein scheint, aber Effekt hat es trotzdem, vollen Schaden. Ja, das bringt wahrscheinlich mehr als meine anderen Waffen, die ich so habe. Gringo versucht das wenigstens mal irgendwie so mehr Plan als gezielt, mehr planlos als gezielt nach nochmal nach ihm zu schnappen. Weil ich ja nicht befehligt habe, bekommt er eine freie, eine zusätzliche Aktion. Darf einen Strike machen. Ja. Ja, da geht aber daneben. Der Vollständigkeit halber, na, du hast den Schuss schon beendet, das heißt, du nimmst keinen Heldenpunkt dafür. Das habe ich erwartet. Ich wollte trotzdem der Vollständigkeit halber nachfragen. Tarek, du bist dran. Tarek ist verschwunden. Das hat einfach perfekt gepasst. Timing. Ja. Gut, Tarek, so, du bist jetzt zurück, du bist dran. Ah. Oh. Ich würde mich erstmal von diesem Rechten wegbewegen wollen. Dann würde ich gern auf den, der zwischen Peaks und Sherlock steht, würde ich gern mal einmal Demoralize probieren wollen. Ist der eigentlich als Flatfooted angegeben schon? Tarek flankiert ihn nicht. Nee, aber... Er ist gegen Tarek nicht Flatfooted. Ach so, gilt nur der angreift. Das ja, nur Nahkampfangriffe... Flankiert gilt nur für die, die im Nahkampf okay ihm gegenüberstehen. Mhm. Mir gerade, ich muss die Action nochmal reinziehen, weil der hat anscheinend Glück gehabt. Ich mag es jetzt einfach über den Skill Intimidation. Das geht den Willenskraftrettungswurf. Jo. Ist ein Fehlschlag. Oder warte mal, Demoralize, oder geht's gegen den Will DC, das weiß ich jetzt gar nicht. Ja, geht gegen den Will DC. Ja, sag ich doch, gegen den Willenskraftrettungswurf DC. Ich sag das DC nur halt nicht hinterher. Gegen den Willenskraftrettungswurf höre ich jetzt gerade, ist das ein Fehlschlag. Nein, aber Will DC ist ja bloß 10 plus Modifier, oder? Ja. Gegen 10 plus Modifier, ist das ein Fehlschlag? Holy shit, hat der voll... Ach du Heilige. Okay, dann probieren wir was anderes. Dann haben wir noch ein Bonbon hinterher. Vielleicht hilft das. Okay, Diplomacy-Check hier den Boy. Ah, leck mich doch am Arsch. Next. Der Untote. Frage an Baldi, wie lange hält der Geschwächtzustand von deiner Ghost Charge Bombe? Der ist schon weg, weil der war bis zum Beginn meines nächsten Zuges. Gut, dann bewegt er sich hoch und versucht sich einmal an Balladil, der ihm mit seinen Bomben doch ordentlich viel getan hat. Zweite Aktion, Angriff. Traktur. Er nutzt erst eine Aktion zum Aufsteigen, eine zweite Aktion zum Bewegen, eine dritte Aktion für einen Angriff.
Da kämen nochmal 2 drauf eigentlich, weil er nicht mehr prone ist. Das heißt, es wäre ein Crit. Du müsstest also einmal den doppelten Schaden dir anrechnen. Und ich bräuchte einen Zähigkeitsrettungswurf von dir. Working Memory ist ein bisschen ein Problem. Ich verliere, vergesse solche Kleinigkeiten gerne mal. Das ist aber ein kritischer Erfolg sogar. Nicht, dass es einen Unterschied macht. Das waren alle 3 Aktionen von der Gestalt. Bartel, du bist dran. Ich möchte eine Step-Aktion machen. Also hier dieses langsame Laufen, dass man keine... Einen Fußschritt. Also einen Schritt, der erlaubt sich für einen Fuß zu bewegen, ohne Reaktion auszulösen. Dann schmeiße ich dem Typen erstmal eine Bombe ins Gesicht. Machen wir nochmal. Dann wären das 13 Positivschaden plus Enfeebled 1. Deine Bombe fliegt auf das Teil und versucht wieder sehr viel, verursacht wieder sehr viel Schaden. Aber wäre es eine lebende Gestalt, würdest du jetzt zum ersten Mal Blut sehen wahrscheinlich. Und mit meiner dritten Aktion nutze ich Battle-Medizin auf mich selbst. Mit Assurance vermute ich? Ja, mit Assurance. Okay, mein Makro hat nicht mehr funktioniert. Dann werden wir jetzt den kritischen Erfolg halt, meinetwegen. Also halt 4d8 plus gar nichts. Also erst den höheren Schwierigkeitsgrad erst plus. Und das war mein Zug. Gut, Shadok, du bist dran. Ja, ich würde dann nochmal auf den unteren gehen, gucken, dass wir ihn vielleicht irgendwie mal platt kriegen. Angriff Nummer 1. So, heute habe ich mal wieder das Würfelglück gepachtet. Beziehungsweise von Peaks übernommen. Noch einmal. Und ja, da ich gerade kein Schild habe, versuche ich es halt nochmal. Man sollte nicht aufgeben. Das hat zumindest getroffen. Für 14. Nice! Du triffst. Lass mich ganz kurz rechnen. Ja, okay. Die Gestalt wirkt immer und immer schwächer. Also so super viel wird die wahrscheinlich nicht mehr mitmachen. Allerdings noch steht sie. Mhm. Gut, dann beende ich mal meinen Zug. Die Gestalt. Was macht sie? Bleibt sie an Peaks oder hat sie bemerkt, dass Badadiel... Okay. Ich nutze einmal eine Aktion für sie, um eine Wahrnehmungsprobe zu würfeln und zu schauen, ob sie mitbekommt, dass Badadiel gerade so den meisten Schaden an dem unteren macht oder an ihrem Kollegen macht.
Ich werte das einmal als Erfolg. Nutze die zweite Aktion für sie. Sie fliegt einmal durch den Baum hindurch zu Baludil hin und greift mit der dritten Aktion einmal Baludil an. Für 12 Punkte negativen Schaden und ich bräuchte von dir einen Fähigkeitsrettungswurf. Der ist jetzt leider fehlgeschlagen. Auch du merkst, wie diese Kreatur dir die Lebensenergie aussaugt und du schwächer wirst. Du bist jetzt ausgelaugt 1, aber das waren alle drei Aktionen für diese Gestalt. Damit wäre Pix an der Reihe. Okay, Pix nutzt eine Aktion Tiergefährte befehligen. Das heißt, Gringo bewegt sich dahin. Und ja, da ich vorhin gesehen habe, dass es Schlock gelungen ist, den mit seinem Ranzörde aus der Balance zu bringen, würde Gringo einmal versuchen, mit seiner zweiten Aktion den quasi einmal fester am Umhang zu ziehen. Und damit eine Trip-Aktion. War ein Versuch wert. Du hast theoretisch noch einen Heldenpunkt. Wenn ich mich recht erinnere. Aber das wäre prinzipiell ein Fehlschlag. Ach komm, was soll's. Benutzen wir den. Bleibt beim Fehlschlag. Gut. Zweite Aktion. Angriff per Küchenmesser. Das trifft. Dann sind das 5 physischer Schaden und 5 Positivschaden. Dritte Aktion. Ja, ich versuch's nochmal. Also, Pix, du stürmst auf Gringo zu ihm hin, lässt Gringo einmal einen hochspringen, aber Gringos Tatze fährt einfach nur effektlos durch diesen Nebelgestalt. Du nutzt aber die Rückwärtsbewegung, um deinen Dolch einmal durch die Gestalt durchzuziehen. Gestalt windet sich, schmerzerfüllt. Du hörst dieses laute Brüllen, als würde es einatmen. Der Gestalt geht es nicht mehr gut, aber sie schwebt noch und Tarek ist am Zug. Dann runter und nochmal auf beide Electric Orc. Du popst wieder die Zauberkarte Moment. Raus. Ja, Moment. Gleiches Spiel wie vorhin. Ja, fuck it. 7 Damage auf den einen. Next. Moment, ich muss erst nochmal den Schaden richtig anwenden.
Jetzt hat er's. Dein Blitzstrahl zieht so ein bisschen durch. Allerdings nur minimal effektiv. Die Figur. Ihr gefällt es nicht, dass Pix sie gerade so aber mit dem Dolch erwischt hat. Eine Sekunde. Ah, jetzt reagiert er wieder. Und sie versucht sich noch einmal an Pix. Da ist mir der Browser abgeschmiert. Springt gleich wieder da. Gib mir eine Sekunde. Braucht ein bisschen das Spiel zu laden. Gut. Pix als Ziel markieren. Und dann ein Angriff mit der spektralen Hand. Spectral Slap! Der Angriff geht daneben. In der Verzweiflung versucht sie es dann nochmal vielleicht mit dem zweiten Angriff Sherlock aus dem Gefecht zu nehmen. Nein, ich muss nicht Sherlocks Charakterbogen öffnen, ich muss den Charakterbogen der Gestalt öffnen. Sherlock hat keine Heldenpunkte mehr, mit denen er mich zum Fehlschlag ziehen zwingen könnte. Und da. Zack, Ballad ist am Zug. Der Geschwächtzustand verschwindet. Kurze Frage. Objekt hervorholen, ist es eine Aktion oder zwei Aktionen? Eine Aktion, wenn es am Gürtel oder am Bandolier hängt. Zwei Aktionen, wenn es im Rucksack ist. Immer voller Beutel? Steht, glaube ich, beim Beutel davor, aber es dürften auch zwei Aktionen sein. Einmal Beutel rausholen und dann Objekt rausholen. Ja, da steht wie bei einem normalen Sack. Das heißt, zwei Aktionen sind das dann. Das ist doof. Was ich auf jeden Fall mache, ich mache einen Step. Okay, ich probier's mal mit der zweiten Aktion eine Bottle Lightning auf ihn hier zu machen. Und zwar Splash-Schaden nur fokussiert auf ihn. Gut, dann sind das trotzdem 4 Electricity-Schaden. Er wirkt dadurch nicht beeindruckt. Das scheint nicht auszureichen, um über seine Resistenz die Resistenz durchzukommen von der Gestalt. Hatte ich mir gedacht, das ist doof. Dann mache ich noch eine dritte Aktion, bewegen, und kann ich ihn bewegen so, ihr seht so einen Zwerg, so einen Schritt zur Seite und rennt so ein bisschen weg. Könnte ich ein bisschen Hilfe gebrauchen. Und das war dann mein Zug. Ja, Schala, du bist dran. Gut, ich versuche ihm jetzt mal den Rest zu geben. Schauen wir mal. Das trifft. Für wahr, das tut es. Hätte ich wieder 14 im Angebot. Juhu. Das reicht semi gerade so, um ihn auf Null zu bringen, nach der Resistenz. Dann würde ich meinen neu erworbenen Victorious Vigor anwenden. So, und jetzt kriege ich temporäre Hitpoints bis zum Ende von meiner nächsten Runde. Ich glaube, das waren 2, oder? Ne, 4 sogar. Okay.
gleich deinem Konzentrationsmodifikator. Genau. So, und als dritte Aktion. Warum hat mich eigentlich keiner daran erinnert, dass ich Shiloks Initiative hätte bewegen müssen, als er von dem einem Untoten auf den. Ich habe ehrlich gesagt selber nicht dran gedacht. Ja, gut, aber ich glaube, ich weiß nicht mehr, welcher von beiden das war. Ich sehe das dann beim Schneiden. Ich gebe euch allen mal einen zusätzlichen Heldenpunkt wieder, als. Nee, ich gebe Sherlock einen zusätzlichen Heldenpunkt als Ausgleich dafür, dass ich potenziell vergessen habe, deine Initiative zu ändern. Das ist nett. Ja. Mm. Ich kann meine Fehler eingestehen. Ich stehe nicht darüber, dass ich Dinge vergesse. Und das erscheint mir jetzt als die beste Lösung, rückwirkend. Deswegen, ja. Gut, ich überlege, ob ich. Naja, wenn ich da hochrenne, hat er ja quasi schon mal einen Angriff mehr. Deswegen würde ich da, glaube ich, eher warten. Er ist meine... der Reichweite deines... Der? Tatsächlich? Ja. Okay. Gut, du kannst, dann. Er hat 10 Fuß Reichweite. 10 Fuß Reichweite sagt explizit, dass du diagonal zwei Felder angreifen kannst. Auch wenn das eigentlich 15 Fuß zählt. Mhm. Ja. Okay, gut. Dann. Und auch wenn er so ein bisschen schräg da drin steht. Dann versuchen wir halt noch einen letzten Angriff. Ich weiß nicht, warum das nicht so richtig funktioniert mit deren Position. Ja. Aber er ist an der Stelle, wo du ihn theoretisch angreifen kannst, gerade. Gut, versuchen wir das mal. Hm? Das sieht gut aus. Ja gut, der dürfte die gleiche AC wie der unten haben, ja. Wechsel dann gerade schon mal. Dann hätte ich noch mal 10 anzubieten. Also, Sherlock, das waren jetzt nur zwei Aktionen bisher. Du hast noch eine dritte, wenn ich mich nicht... Nee, die Vicious Vigor benutzt eine Aktion. Oder das ist eine Reaktion. Das ist eine Reaktion. Ah, okay. Stimmt. Gut. Das heißt, du kannst deine Streitreaktion jetzt aktuell nicht mehr anwenden. Nicht, dass du das den Kampf über irgendwann gemacht hättest. Ja, ja, genau. Nichts ruft, dann würde ich nochmal angreifen. Na gut. Der geht daneben. Jo. So. Also, Sherlock, du nimmst Hugo. Wirbelst dich einmal rum. Hugo schreit, als wäre er auf einer Achterbahn und würde es nicht genießen. Stichst einmal in den Mantel dieses Untoten vor dir, der bisher noch von ihm identifiziert wurde. Reißt den Mantel rum. Der Nebel zerfällt. Du haust den Mantel in den anderen hinein. Er wackelt ein wenig. Du versuchst nochmal nach ihm zu hauen. Es klingt aber nur, den Mantel von Hugo runterzuschlagen. Und die Gestalt, die gerade gesehen hat, wie du ihren Kollegen niedergemacht hast, nutzt die erste Aktion, um auf dich zuzukommen. Und ich wäre ihr sehr verwundert, wenn sie sich richtig ins Feld bewegt. Und versucht dann, nach dir zu hauen. Das trifft. Das ist gerade so ein kritischer Treffer. Mhm. Für 24 negativen Schaden. Gut, das ist mit den temporären Hitpoints reicht's gerade aus, dass ich nicht kaputt bin. Erinnerung, du bist verwundet 1, weil du von bewusstlos wieder hochgekommen bist. Ihr gefällt es nicht, was du da mit ihrem Kollegen gemacht hast. Sie bräuchte von den Zechgesrettungswurf. Bevor ich das wieder vergesse. Das ist ein Fehlschlag. Nö, dann wäre ich bei Drain 3. Und da sie sieht, wie du wieder geschwächt und nahe dem der Bewusstlosigkeit bist, versucht sie, dich mit ihrer dritten Aktion noch einmal anzugreifen. Mhm.
Wieder erfolgreich. Gut. Für 9 Schaden. Dann lege ich mich nochmal hin. Du wirst bewusstlos, fällst auf Sterben 2, da du ja verwundet 1 warst. Und ich bräuchte von dir noch einmal einen Fähigkeitsrettungswurf. Du hast einen Erfolg. Mhm. Peaks. Du siehst, wie Sherlock erst den einen Untoten, körperlosen Untoten besiegt und dann vom zweiten körperlosen Untoten zum zweiten Mal in diesem Kampf bewusstlos gemacht wird. Diesmal denke ich dran, deine Initiative anzupassen, was nichts ändert, weil du direkt vor ihr dran warst. Oder vor der Gestalt dran warst. Peaks. Ja, dann, ich habe ja zum Glück mein Handprey noch auf ihm drauf. Das heißt, das muss ich nicht machen. Erste Aktion, Tiergefährte befehligen. Gringo macht einen Step. Zweite Aktion, Gringo versucht, den Kollegen umzureißen. Aller guten Dinge sind bekanntlich 3. Ah ja, das war ein kritischer Fehlschlag. Das habe ich gemerkt. Also deswegen meinst du, weil es die dritte 1 war. Entschuldigung, ich habe... Weil es die dritte natürliche 1 war an diesem Abend. Ja. Gut. Gringo springt hoch. Für Gringo ist es nicht gewohnt, körperlose Dinge anzugreifen. Und passt sich nicht daran an, dass er durch die Gestalt durchfliegt und verliert beim Landen die Balance und fällt runter. Du fällst von ihm runter, aber du bist nicht auf dem Boden liegend. Also du kannst dich nochmal so abrollen und landest in einem Feld deiner Wahl angrenzend an Gringo. Wieso kann ich meinen Token nicht verschieben? Wenn du mir mal pinkst oder hin willst, bewege ich dich hin. Warum bewegt er euch warum bewegt er die Tokens, wenn ich sie bewege, so komisch? Ich muss nochmal durch die Module schauen. Vielleicht ist da irgendwas Komisches passiert bei denen, die ich installiert habe. Die sind halt corny. Dann machen wir das jetzt zu Fuß und ich versuche ihn erster Angriff. Ich habe den einmal ein bisschen zur Seite bewegt, dass er dann nicht so dekret liegt. Ja. Der 3 physische Schaden kann ich mir wahrscheinlich sparen, aber der 3 positive Schaden kommt durch. Ja, also Peaks, du rollst dich von Gringo ab, haust zweimal schnell. Nach eben beim ersten, du bist noch in der Rolle, deswegen geht der so zu weit unter der Gestalt durch. Mit dem zweiten Angriff korrigierst du das, ziehst einmal nach oben, aber körperlose Dinge sind schwer zu verwunden. Mit allem, was nicht positiv, Ghost Touch oder Force-Schaden ist. Das war dann, glaube ich, dein Zug. Korrekt. Dann ist Tarek in der Reihe. Du musst dazu beenden. Wenn ich jetzt von meiner Position aus einen Sudden Bolt draufhauen würde, wird der einen Bonus kriegen, weil er hinter irgendwo steht oder irgendwas? Wenn ich eine Linie von dir zu ihm ziehe, geht die gerade so an Gringo vorbei. Deswegen sage ich an der Stelle mal nein, würde er nicht. Weil die Linie geht genau zwischen Gringo und Sherlock durch. Ich mache mal einen Screenshot. Ich mache es nicht, aber ihr könnt mir das glauben. Also er kriegt keinen Bonus. Mhm. Okay, dann würde ich jetzt mal ein bisschen schwere Geschütze auffahren und hoffen, dass der jetzt mal trifft. Sudden Bolt, bitte ein Reflex Save. Ja, wenigstens nicht komplett terminiert. 13 Damage. Next.
So, dein Blitzschlag geht in ihn rein. Ihn entferne ich aus der Initiative. Badodil, du bist am Zug. Kurze Frage, einmal durch Gringos Feld durchlaufen ist zählt als Difficult Terrain, richtig? Verbündete zählen nicht als schwieriges Gelände. Okay. Ich verbinde, kannst du dich theoretisch einfach durchbewegen, aber du kannst nicht in ihrem Feld landen. Gut, dann mache ich zweimal bewegen. Und dann mache ich Battle Medicine auf Schillock. Und jetzt die Frage, nehme ich Assurance oder würfel ich für den eventuellen Crit? Crit kann aber auch eben heißen kritischer Fehlschlag, oder? Ja. Ja, also ich habe einen allgemeinen Fehlschlag, habe ich nur bei einer 1, 2 oder 3. Ah, ja, ich sag mal so, ne? 15% Chance. Ja, ich würfel. Ich habe oft genug XCOM gespielt, um zu sagen, 15% Chance kann passieren. Hey, aber auf der 1% kannst du auch treffen, ne? Ja, man kann, aber ganz ehrlich, du wenn ich mich auf 100% aller Chance, die du nicht nimmst. So, schön. Nein, ja. Das ist kein Crit. Das ist gerade so, ja, kein Crit. So. Aber es ist ein Erfolg. Aber ich weiß auch nicht, warum die Heilung nicht automatisch würfelt. Irgendwie ist das Makro kaputt. Ja, dann müssen wir. Vor allem 2d4? Ich dachte, es wäre mehr. Das sind 2d8, oder? Ja, ich habe mich verklickt. Er würfelt einmal nochmal. Schau, ist doch schon viel besser. Sherlock, du kriegst 12 Lebenspunkte dazu. Du bist jetzt verwundet 2. Liegst aber immer noch am Boden, hast immer noch Hugo wieder fallen gelassen. Zum zweiten Mal diesen Kampf. Jeder andere außer dir würde bei einem kritischen Treffer, wenn er durch einen kritischen Treffer wieder auf Null fällt, sterben. Du könntest durch Die Hard noch einmal überlegen, überleben. Du bist jetzt auch dran, warte, du müsstest deinen Zug beenden. Jo, Entschuldigung. Alles klar. Gut, also aufstehen, Sherlock, nicht Sherlock, doch, Sherlock aufheben, Hugo aufheben und zustechen. Du stehst zuerst auf. Mhm. Ah ja, dann das genau. Das gibt einen Gelegenheitsangriff. Allerdings am Ende deiner Aktion, das heißt, du kannst erstmal den Zustand wegnehmen, dass dein Rüstungsklasse richtig berechnet ist. Welchen Zustand? Liegend, prone. Ah ja, da. Du verlässt während deiner Bewegung nicht das Feld, in dem du stehst. Deswegen findet die Reaktion erst am Ende deiner Bewegung statt. Deswegen stehst du und hast nicht mehr den Zustand, bist nicht fettfuttert. Schauen wir mal, ob das einen Unterschied macht. Ja, hätte vielleicht, tut mir leid. Gut, dann legen wir es nochmal hin. Trifft sich gerade so. Für 15 Schaden, ich bräuchte nochmal einen Selbstgerettungswurf von dir. Eine 26. Das ist ein Erfolg. Du bist jetzt sterbend 3. Zweimal habe ich noch. Und ich bin mal so frei, deinen Zug zu beenden. Die Gestalt ist dran. Ich könnte jetzt viel sein und auf dich draufgehen, aber das macht sie nicht, weil Peaks. Sie sieht, wir kriegen wohl da gerade ein eventuell etwas besseres Ziel liegen, was noch Probleme bereiten könnte. Deswegen geht sie es jetzt auf Gringo. Mit der ersten Aktion. Für 18 negativen Schaden bräuchte von Gringo einen Zähigkeitsrettungswurf. Das ist ein Erfolg. Zweiter Angriff gegen Gringo.
ist ein kritischer Fehlschlag. Pieks hat keine Heldenpunkte mehr, um mich zu irgendwas zu zwingen. Dritter Angriff geht wieder gegen Pieks. Voilà. Ich wollte nicht den Token bearbeiten von Pieks. Ich wollte Pieks angreifen. Mit gerade so einem Treffer für 11 negativen Schaden und bräuchte von Pieks einen Zähigkeits-Rettungswurf. Das ist genau ein Erfolg. Ha! Du bist nicht ausgelaugt. Du siehst diesen Nebeltentakel einmal nach Gringo und einmal nach dir schießen. Ihr beide schafft es aber, den weiteren Effekt des Ganzen abzuwerfen. Ohne negative Effekte zu ziehen, abseits vom Schaden. Pieks, du bist dran. Er ist ja jetzt flat-footed gegen mich, ne? Nee, ist er bewusstlos. Deswegen ist er das nicht. Ist er nicht. Ich öffne mit einer Step-Aktion. Ich wollte gerade sagen, da du klein bist, erlaube ich dir auch, dich dahin zu bewegen. Und jetzt ist er flankiert. Mit Gringo. Ja, und dann versuche ich ihm einmal einen draufzugeben. Mit der zweiten Aktion. Kritischer Treffer. Da ist, nice. Dass er flankiert ist. Ist das ein kritischer Treffer? Da hatte ich drauf gehofft. Das seht ihr auch, weil es eine Klammer dahinter und drunter in grün steht. So, dann sind das 10 physischer Schaden und 6 Positivschaden. Und weil er meine Hunted Prey ist, ich glaube aber dagegen ist er immun, bekommt er 1W6 Persistent Bleed Damage. Ich schaue einmal Immunitäten. Todeseffekte. Krankheiten. Paralysiert. Gift. Präzision. Bewusstlos. Da steht nichts vom Bluten. Ich muss einmal im Körperlos-Trade nachschauen, ob das irgendwas sagt. Oder bei Blutschaden. Nee, weißt du was? Ich glaube, beim Undead-Trade steht dabei, dass auf ihn drauf. Und schau das, bis er wieder am Zug ist, nach. Für den Moment zählt er einfach mal drauf, ich kann ihn ja jederzeit wieder entfernen. Und du hast noch eine dritte Aktion, Peaks. Okay. Jetzt, guter Rateuer, kannst du auch prone eine Step-Action machen? Nein, wenn du am Boden liegst, sind die einzigen Bewegungsaktionen, die du durchführen kannst, aufstehen und kriechen. Aber kriechen löst Gelegenheitsangriffe aus, ne? Alles beides löst Gelegenheitsangriffe aus, ja. Ja gut, da macht es keinen Unterschied. Dritte Aktion, Tiergefährte befehligen. Und Gringo steht auf. Da er eben am Zug war, hat er die Reaktion wieder und versucht sich einmal an einem Gelegenheitsangriff. Für 10 Schaden und ich bräuchte einen Zähigkeitsrettungswurf. Ja, der 26 ist ein Erfolg. Dann macht Gringo noch eine Step-Action. Weil der auch nicht mehr so fit aussieht.
Gut, Tarek, du bist am Zug. Dadurch, dass ich Demoralize auf den probiert habe, ist er der eh immun, ne? Oder ist der bloß immun, wenn er funktioniert? Ich weiß es gar nicht. Er ist auch so immun dagegen, ja. Ja gut, dann ist das auch wurscht. Dann... Ja, mei, bringt er nichts. Dann probieren wir es nochmal mit Sudden Bolt. Vielleicht hat er jetzt endlich mal einen geringeren Rettungswurf als 21. Nein, hat er nicht, das wäre eine 29. Du wirst mir jetzt allen Ernstes sauer machen, ne? Well, fuck it. Dann haben die es, Ich klicke einfach auf halben Schaden anwenden. Ja, ich bin ein bisschen zu groggy für Rechnen. Next. Bardedeal, Sherlock ist vor deinen Augen direkt wieder bewusstlos geworden. Ich weiß, ich bin schon dabei. Quick Alchemy, Elixir of Life, Lesser Variante. Interagieren. Sieht auch nicht mehr sehr gut aus. Eventuell wäre es für dich klüger, ihn einfach nur noch niederzumachen und danach schauen, dass du Sherlock. Kann ich dann die Quick Alchemy Variante zurücksetzen? Ja, kannst du. Gut, dann zwei Interagieren-Aktionen, um Ghost Charge aus immer vollen Beutel zurückzuholen und eine Aktion Angriff. So, jetzt habe ich tatsächlich endlich mal beim Blutungsschaden gefunden, dass da dabei steht, dass er keinen Effekt gegen Kreaturen hat, die kein Blut zum Leben brauchen. Das heißt, ich sag mal, das ist ein Treffer, dadurch, dass er... Er ist gegen dich nicht flatfootet. Das heißt, das ist kein kritischer, kein Treffer. Ja. Er nimmt aber trotzdem den... Die vier... Vier positiv Schaden. Gegen die hat er keine Resistenz. Ja. Du hast noch eine Aktion, glaube ich, über? Ne, ich habe keine Aktion, weil ich brauche zwei Interagieren-Aktionen, um das Ding aus dem immervollen Beutel rauszuholen. Hast du nicht Quick Alchemy genutzt? Nee, wäre aber besser gewesen. Ich hab vorhin extra gesagt, ich nutze die Interagieren-Aktion. Aber, zu spät. Ich hab's ja vorhin. Also, ich hatte im Kopf, dass du die Quick Alchemy, die du nutzen wolltest, um die halt einen Heiltrank zu setzen. Nur zum Erstellen der Ghost Charts verwenden wolltest. Aber gut, wie du sagst, wie das du meinst. Das wäre die klügere Variante gewesen. Wie du meinst, dann beende deinen Zug, wenn du sagst, du hast das aus dem Beutel genommen. Aber wir bräuchten von Sherlock seine erste Erholungsprobe. Jupp, mal gucken. Hey! Hat funktioniert. Du bist nur noch Sterben 2. Dann beendet das dein Zug. Gut, okay, muss ich manuell machen, alles klar. Und er. Falls ich da vergesse, nehme ich einmal den Zustand raus. Die Gestalt, in diesem Moment setzt ihr Selbsterhaltungstrieb ein. Sie nutzt eine Aktion. So, um einmal die vollen 40 Bewegungsgeschwindigkeit
Fluggeschwindigkeit in die Höhe sich zu bewegen. Und dann nutzt du zwei Aktionen. Um so weit sie kann, von euch wegzukommen. Piekst, du bist nochmal dran. Habe ich sie noch in Sichtlinie, die Gestalt? Du müsstest vom Baum wegspringen, aber ja, also du siehst ja, wo sie ist. Beziehungsweise, nee, siehst du nicht, weil da die Mauer im Weg ist. Moment. Ich bewege sie ja mal ein bisschen an eine andere Stelle. Also ich schicke sie nochmal zurück, dass ich die Distanz richtig messen kann. Ah. Sie war halt hinter der Mauer. So, ich bewege sie da kannst du sie sehen. Du hättest sie zwar auch vorher in Sichtweite gehabt, aber jetzt siehst du sie auch so noch. Du müsstest nur einmal um den Baum rumgehen. Was soll sie haben? Ein Objekt fallen lassen ist eine freie Aktion, ne? Ja. Pix lässt sein Küchenmesser fallen. Nutzt eine Aktion interagieren, um seinen Bogen zu ziehen. Nutzt eine zweite Aktion, um zu striden. Nee, das war zu fair, kommt uns da. Und eine dritte Aktion, um einen Pfeil aufzulegen und abzufeuern. Du könntest auch Hunted Shot gegen ihn nutzen. Stimmt, ich könnte Hunted Shot gegen ihn nutzen, habe ich völlig vergessen. Du hast nach wie vor deine Hunted Prey. Stimmt, ich habe noch Hunted Prey auf ihn, dann mache ich Hunted Shot. Und da muss ich den Buff von Gravity Weapon ändern. Aber das machen wir gleich, wenn ich treffe. Das ist ein Treffer. Würfel den zweiten Angriff, bevor du Schaden würfelst. Dass wir sehen können, dass du den gesamten Schaden zusammenwürfelst. Wegen Resistenz und so. Ah, shit, das ist kein Treffer, oder? Bin ich innerhalb von 60 Fuß von ihm? Nein, bin ich nicht. Das ist gerade so ein Treffer. Nicht, nee. Handbray sagt, dass du den Malus innerhalb des ersten Range-Increments ignorieren kannst. Ich bin aber nicht innerhalb meines ersten Range-Increments. Also ich habe 60. Achso, 60, genau. Er ist 65 Fuß weg, 40 Fuß hoch. Okay. Ich sag, du bist plus minus noch innerhalb des ersten weiteren Increments. Okay. Dann ist das zweite, dann ist das erste Increment ja 120, ne? Wir könnten genau jetzt den Satz des Pythagoras nutzen. Mhm. Wir können das auch abschätzen. 65 vor 40 hoch, das ist weniger als 120. Auch das ist ein Treffer im zweiten Angriff. Dann würfel deine 4D8 plus 8. 4D6. 4D6 plus 8, okay. Und Gravity Weapon gilt nur für den ersten Schuss. Den ersten Treffer. Dann sind es nur plus 4. So, da kommt aber eben nur der. Der müsste eigentlich plus 4 sein, also der ist plus um 2 höher, also 8 und. Also 18 insgesamt. Ja. Davon ziehen wir 5 ab wegen Resistenz für 13. Die Gestalt hatte nur noch 8 Lebenspunkte. Juhu! Juhu! Warum die jetzt nicht automatisch als tot markiert wird, verstehe ich nicht. Aber sie ist es. Die Begegnung ist beendet und... Okay, warum auch immer da jetzt Fehlermeldungen kommen. Seltsam. Pieks des Krebefinern. Also, die Gestalt zischt hebt ab und zischt davon. Pieks sagt sich, oh, du gehst nirgendwo hin.
rennt um den Baum, zieht quasi im Laufen seinen Bogen, legt zwei Pfeile auf und zieht einmal durch und die treffen ihn halt beide gleichzeitig und pflücken quasi diesen Mantel aus der Luft, der dann am Boden, ja, der dann in, oder dieser Mantel wickelt dann die beiden Pfeile ein und alle drei zusammen kommen dann auf den Boden zum Liegen. Gut, Bartel, ich nehme an, du gibst Sherlock jetzt deinen Heiltrank schnell? Ja. Bartel wäre, wenn ich mich recht erinnere, auch vorher dran gewesen vor Sherlock, aber Sherlock hatte keine Gefahr, innerhalb dieses Zuges noch zu sterben. Selbst bei einem kritischen Fehlschlag wäre er nur von Sterben 2 auf Sterben 4 gekommen, was für ihn noch kein Tod bedeutet. Genau. Juhu. Das sind nochmal 16 Lebenspunkte für Sherlock und du bist jetzt 503. So. So, Balodil nimmt so ein Fläschchen raus, schmeißt da zwei, drei Sachen rein, schüttelt das Ding einmal und dreht es um und plopp, steckt Sherlock in Gosche. Ah. Gut, dann stehe ich doch mal auf. Gelegenheitsangriff. Nein, das ist nur mal da, wer das machen könnte. Baludin macht einen Gelegenheitsangriff. Von euch hat keiner die Reaktion. Stimmt. Warte mal, ich hatte aber... Ne, ich glaube, ich hatte so vor, mir mal irgendwann zu holen. In den nächsten Level. Nächstes Level kannst du das theoretisch wählen. Oder du noch nicht genug Reaktion hast. Hm. Ich könnte auch auf Level 6 Disrupt Prey, glaube ich, nehmen. Jut, es ist wieder ruhig um euch herum. Ihr seht das Flackern von Tareks Laternen und den Laternen vorne bei der links bei der Hütte. Und ihr seht diese zwei roten Mäntel am Boden liegen. Gut. Ich hau mir aber tatsächlich dann nochmal erstmal eine Healing Potion und dann nochmal unsittlich betatschen ran. Moment. Und was ich mache, ich tue mein Bandolier mit weiteren Ghost Chargers aus dem übervollen Beutel auffüllen. Das wären einmal 12 und dann kriege ich nochmal 12 wegen Leon Hands. Tarek, reparier dein Internet. Also einmal Küchenmesser wieder einsammeln. Ja, dann nächste Frage. Gehen wir direkt weiter? Ja, ne? Ich halte erstmal den Bogen draußen. Vielleicht gibt's hier noch irgendwas. Ich würde sagen, wollen wir uns in der Hütte verschanzen und uns erstmal die Wunden versorgen? Das wäre sinnvoll. Bevor wir in die Hütte aufmachen, würde ich die zwei Mäntel noch mit einsammeln und die mal mitnehmen. Unter die Körper. Ich hoffe, das funktioniert. Ja, der hat erstmal die Tech Magic gemacht, ob die Dinge überhaupt magisch sind, weil sonst dann die Fetzen nutzlos, ne? Wieso sind das jetzt immer. Wieso wird denn das gewürfelt mit Leon Hands? Das würfelt, wenn du irgendeinen Schaden zufügst. Ach, das wäre nur ein Schaden, ja. Okay. Alles klar. Wenn du dich heilst, sind das automatisch einfach nur 18 aktuell. Weil du mittlerweile auf Level 3 erhöht. Stimmt, das sind jetzt 18, ja. Und Tarek, wenn du Magie wahrnehmen zauberst, spürst du Nekromantie. Okay. Weil du auf Level 3, also wenn du jetzt auf Level 5 Magie wahrnehmen auf Level 3 als Level 3 Zauber zauberst und als Level 3 Zauber sagte dir die Schule der höchstleveligen Magie
Und da ich davon ausgehe, dass du deine Verbündeten ignorierst, sind es aktuell Nekromantie, die du spürst. Okay. Okay, ihr bewegt euch also da zu der Hütte, sammelt die Mantel ein. An der Stelle würde ich das Ganze aber auch beenden für heute, mit Blick auf die Zeit. Wir schauen beim nächsten Mal, wie ihr weiter, ob ihr Spuren auf Mo findet. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Bye. Ciao, ciao. Bye. Servus.